Darf ich Sie alle noch einmal um Ihre Aufmerksamkeit bitten, denn jetzt hat als letzter Redner der Kollege Rudolf Henke das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, lieber Edgar Franke, irgendwie müsst ihr euch aber doch entscheiden zumindest. Entweder stellt man es so dar, wie das eben geschehen ist, dass die Regelung, die wir mit den Koalitionspartnern von der FDP in der letzten Legislatur gefunden hatten, nicht geeignet ist, oder man wirft uns vor, wir hätten gar keine Regelung geschaffen. Ich bin ja ausgesprochen dankbar für den Hinweis, dass wir hier im Deutschen Bundestag in der letzten Legislaturperiode eine gesetzliche Regelung verabschiedet hatten. Man kann mit Fug und Recht sagen, die wäre dann nur im Sozialgesetzbuch einschlägig gewesen. Man kann sagen, das war untauglich. Aber was man sicher nicht behaupten kann, ist, dass wir bisher nicht gehandelt hätten. Und das finde ich noch mal wichtig. Ich finde es auch wichtig, weil natürlich in der Tat in den Zeiten der vergangenen Koalition wir mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz die Regelungen, die in der Musterberufsordnung der Ärztinnen und Ärzte stehen, und das ist bis heute ungeändert, in das Sozialgesetzbuch übernommen haben, und weil wir auch die kassenärztlichen Vereinigungen mit Recht und mit guten Gründen dazu verpflichtet haben, die Ärzte zu sanktionieren, die gegen ein Zuwendungsverbot im Sozialgesetzbuch verstoßen. Wie auch immer dem sei, ich glaube, dass das heute ein guter Tag für die Patienten ist und dass wir für die Patienten eine Entscheidung treffen, die ihnen Sicherheit gibt. Und deswegen, verehrte Frau Künast, kann ich mich auch nicht ganz damit abfinden, wenn Sie hier so in der natürlich da hat keiner was gegen. Das ist in Ordnung, wenn Sie das machen, dass Sie Kritik üben. Das ist auch Aufgabe der Opposition. Aber wenn Sie dann sagen, der Schutz der Patienten vor unsinnigen Behandlungen, der sei nicht gewährleistet. Ich finde, da müssen wir alle sagen, dass das nicht stimmt. Es stimmt übrigens nicht nur wegen dieses Gesetzes nicht. Es stimmt auch deswegen nicht, weil wir natürlich eine Körperverletzung aus einer Behandlung mit Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren ahnden können. Es stimmt nicht, weil eine gefährliche Körperverletzung, was ist gefährliche Körperverletzung? Zum Beispiel die Beibringung von gesundheitsschädlichen Stoffen. Die führt zu einer Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren. Eine Körperverletzung mit Todesfolge wird nicht unter 3 Jahren bestraft. Und natürlich haben wir auch die Vermögensdelikte, Betrug, wir haben Untreue, wir haben die Verstöße gegen das Heilmittelwerbeverbot, wir haben die Verstöße gegen das Medizinproduktegesetz, wir haben die Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz. Alles Sachverhalte, in denen das Strafrecht greift. Und deswegen verwahre ich mich einfach gegen den Vorwurf, hier würden Lücken gerissen. Das ist nicht der Fall. Wir haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Gesetzentwurf eine zentrale Lücke geschlossen, und die resultierte aus dem Urteil des Bundesgerichtshofs, der, wie ich finde, sehr zu Recht gesagt hat, die freiberuflich niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in selbstständiger Praxis sind keine Amtsträger und sie sind auch keine Art Angestellten von Krankenkassen. Ich glaube, dass das auch dem Wunsch der Patientinnen und Patienten entspricht. Wenn Sie die Patientinnen und Patienten und die Versicherten fragen, wollt ihr, dass eure Ärzte Angestellte der Krankenkassen, Beamte der Krankenkassen sind, dann sagen die, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass sie Auftragnehmer von uns, Patientinnen und Patienten und Versicherten sind. Und deswegen haben die Ärztinnen und Ärzte ein großes Interesse daran, dass eine klare Scheidelinie besteht zwischen denen, die sich an die Berufsordnung halten und sich nicht schmieren lassen, und dass die auch angeklagt werden können, die sich schmieren lassen und die damit Schimpf und Schande über den gesamten Beruf zu bringen drohen. Und deswegen ist diese Entscheidung, die wir heute hier treffen, eine richtige. Sie hilft den Patienten und Patientinnen. Sie hilft auch den Ärztinnen und Ärzten, die ihre Arbeit gut machen. Sie hilft auch denen in den anderen Berufen im Gesundheitswesen, die von diesem Gesetz erfasst werden. Nun gibt es eine auch vorhandene ärztliche Kritik daran, dass das Gesetz über das Maß hinausschieße.
Und das, finde ich, das kann man dem Gesetz nicht vorwerfen. Es ist ja von den Kooperationen schon die Rede gewesen. Wer sich die Begründung des Gesetzentwurfs genau anguckt, der wird darin finden, dass wir dort ein gutes Augenmaß gefunden haben und dass wir die Kooperationen, die beispielsweise das Sozialgesetzbuch vorsieht, ausdrücklich von einer Strafbarkeit ausnehmen, auch wenn dort natürlich für die Leistung Geld bezahlt wird. Bei den Anwendungsbeobachtungen kommt es auf den Vertrag an. Wenn der Vertrag ein ordnungsgemäßer Vertrag ist und die Anwendungsbeobachtung die ärztliche Leistung bezahlt, dann ist es in Ordnung, dann ist das nicht strafwürdig. Wenn aber die Anwendungsbeobachtung zum Anlass für eine Unrechtsvereinbarung gemacht wird, dann ist das natürlich strafwürdig. Und wer glaubt, dass jetzt jeder Bleistift und jeder Kugelschreiber und jede Praline, die irgendjemand in der Praxis hinterlässt, dass die zur Strafbarkeit führt, auch das ist nicht der Fall, sondern das ist abhängig von der sozialen Adäquanz und ist übernommen aus allen anderen Tatbeständen, in denen Korruption unter Strafe steht. Und insofern haben wir hier auch kein Sonderstrafrecht, das irgendwie eine Berufsgruppe speziell treffen würde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, deswegen meine letzte Bemerkung, sorgen wir gemeinsam dafür, dass die Menschen, die auf die Verantwortung der Bundespolitik gucken, dass die nicht das Gefühl haben, dass wir hier ein Gesetz machen, über das wir jetzt selber uns noch zerstreiten und das wir kaputt quatschen, sondern sorgen wir dafür, dass die Menschen davon überzeugt sind, dass wir ein gutes Gesetz machen. Und dazu gehört auch die Art, wie wir über dieses Gesetz reden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bitte um Zustimmung. Vielen Dank.